Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, an einer einzigen Stelle sind wir mit Ihnen einig. Einheitliche Stromnetzentgelte, wie sie vom Bundeswirtschaftsminister Gabriel geplant sind, gingen zulasten NRWs und unserer Industrie und müssen deshalb verhindert werden. Aber, liebe CDU, liebe FDP, statt die Landesregierung zu etwas aufzufordern, was sie längst tut, sollten sie aufhören, den Netzausbau ausschließlich den erneuerbaren Energien zuzuschreiben. Einmal ein kurzer Blick zurück. 1960 wurde das erste Atomkraftwerk gebaut in Grundremmingen, und in den Jahrzehnten danach, von 1970 bis in die Anfang der 1990er Jahre, gab es eine Verzehnfachung des AKW-Bestands von 2 Gigawatt auf 20 Gigawatt. In diesem gleichen Zeitraum wuchs das Stromnetz um 34.000 Kilometer an. Um zwei Drittel ist das angewachsen. Und in der Zeit damals, in diesen Jahrzehnten, war der Netzausbau nicht einmal Gegenstand in der öffentlichen Diskussion. Es wurde nicht den Atomkraftwerken zugerechnet, es wurde einfach gemacht. Und der heutige Ausbau, den wir jetzt gerade vor uns haben, da handelt es sich nicht um 34.000 Kilometer wie damals, sondern um 3.800 Kilometer. Und diese 3.800 Kilometer werden jetzt benutzt, um den Ausbau der erneuerbaren Energien in Frage zu stellen. Und genau das haben wir hier eben von Herrn Brockes gehört. Sie vermengen hier Sachen, Sie benutzen das einfach und sagen dann beispielsweise, die erneuerbaren Energien bringen keinerlei Nutzen. Ehrlich gesagt, allein in Nordrhein-Westfalen haben wir im letzten Jahr 8 Milliarden Euro Umsatz in dem Bereich gehabt. Das, finde ich, ist nicht nichts. Sie benutzen das, und das ist einfach nur schäbig. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Hovenjürgen? Ja, natürlich, Herr Hovenjürgen. Das ist sehr nett von Ihnen. Bitte, Herr Hovenjürgen. Liebe Frau Brems, ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass ich in meinem Redebeitrag mich gar nicht auf die erneuerbaren Energien oder kaum darauf bezogen habe, dass aber der Kollege Vandenberg, Ihr Koalitionspartner, dies ausdrücklich getan hat? Also Sie können das auch gern untereinander ausdiskutieren, aber ich habe mich eben ganz bewusst natürlich auch auf das bezogen, weil die Sachen, die eben Herr Brockes hier genannt hat, die waren wirklich einfach in der Zeit hängen geblieben, und auch Ihr Antrag suggeriert hier Sachen, die einfach so nicht umzusetzen sind. Zurück dazu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, statt die Landesregierung zu etwas aufzufordern, was sie längst tut, sollten Sie auch, liebe CDU, mal vor Ihrer eigenen Haustür kehren. Ihr Kollege Seehofer hat sich wie ein trotziges Kleinkind vor dem Süßigkeitenregal an der Supermarktkasse auf den Boden geworfen und mit seiner für ihn typischen Scharfmacherei und Stammtischpopulismus gegen Monstertrassen gewettert und mit der Abkopplung von Bayern gedroht. Ja, und dann sind die Erziehungsberechtigten der GroKo in Berlin schwach geworden und haben diesem ewigen Gequengel nachgegeben. Und Seehofers trotziger Aufstand hat drastische Folgen. 3 Jahre vorher haben bereits die grünen Länder genau das beantragt, was zunächst abgelehnt wurde. Und zwar, dass man ganz genau hingucken sollte, wo man vielleicht Erdkabel machen kann und wo nicht. Und diese 3 Jahre Verzug, die bedeuten ganz drastische Folgen, nämlich höhere Netzentgelte. Es braucht teure Ausgleichsmaßnahmen gegen die Netzschwankungen, die es dann vor allen Dingen in Bayern geben wird und jetzt auch schon gibt. Und das ist quasi das, was da kommt, ist ein Seehofer-Säumnisaufschlag. Und das werden die Menschen und die Industrie in Bayern spüren. Und jetzt quengelt Seehofer wieder, weil er nämlich merkt, oh, wird alles teuer. Und auch da scheint die GroKo wieder nachzugeben. Und wir alle anderen sollen dann diese Versäumnisse, die es zum einen bei einigen Netzbetreibern gibt, und der bayerischen Politik ausbaden. Ich finde, das geht so nicht. Das ist eine ungeheuerliche Frechheit. Und Sie sollten dann die von Ihnen angeführte Bundesregierung Einhalt gebieten, statt die Landesregierung hier in die Pflicht zu nehmen, wo sie gar nicht in der Pflicht ist. Herzlichen Dank.